Ich habe mich von dem Hype anstecken lassen. Man sieht momentan auf YouTube so viele Videos von irgendwelchen Flipbooks, Challenges. Ich bin schon eine ganze Weile bei Scriptiva 29 am gucken. Die hat so eine so einen Aufruf gemacht und kriegt ständig neue Flipbooks. Ich finde die Dinger total cool und jetzt habe ich auch mal eins probiert. Das ist jetzt mein allererstes. Das habe ich für die Ivana gemacht, als kleines Dankeschön für ihr Überraschungspaket, das ich von ihr bekommen habe. Und ich wollte euch das Album mal kurz zeigen. Es sind so Kleinigkeiten drin, also wirklich nur Kleinigkeiten. Ich habe das jetzt hier mit einem Bändchen zugemacht, das ist auch nicht festgeklebt oder so. Es war auch mein allererster Versuch. Ich habe es mit Umschlägen gemacht, die ich mit dem Envelope Punchboard von Via Memory Keepers gemacht habe. Es sind gelb und grün gehalten und mit Eulen. Hier in dem Fach Readme, da werde ich ihr ein Briefchen reinstecken, was ich noch schreiben muss. Ja, ich habe hier mit Washi-Tape verziert, das ist eigentlich weiß mit schwarzen Punkten. Hier habe ich eine Tasche mit Goodies. Da habe ich so ein paar Aufkleber dran und Embellishments selbst gemacht und sowas. Will ich jetzt nicht genau zeigen, weil ich nicht weiß, wann ich das Video veröffentlichen kann und ich will ihr ja nichts vorwegnehmen. Ja, in dem Päckchen Mail sind Stempelabdrücke, die halt zum Stichwort Mail, Post passen, also Postkarten, Briefmarken und sowas. Und dann in dem anderen waren auch noch Stempelabdrücke, Tags, Stempelabdrücke von Tags. Ja, es ist nichts Besonderes, nicht großartig aufwendig, ist halt ganz schnell gemacht gewesen. Wie gesagt, das ist mein allererstes. Ich wollte es eigentlich nur mal kurz probieren, um halt was zu haben, wo ich ihr die kleinen Überraschungen einstecken kann. Ich finde es mega cool. Ich werde sicherlich noch mehr davon machen. Und die werden mit Sicherheit auch mit der Zeit besser werden, schöner werden. Ja, ich finde es halt noch arg schlicht. Und hätte da noch viel mehr draus machen können. Ja, und du, Ivana, du wirst wahrscheinlich auch noch eins oder zwei oder mehr von mir kriegen. Wir tauschen ja öfter irgendwelche Dinge aus. Ja, und wenn ihr da draußen auch Flipbooks macht, dann schreibt mir doch gerne mal. Vielleicht kommen wir ja, wenn ich denn die Zeit dazu finde, mal zu einem Tausch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mich diesbezüglich kontaktiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Basteln und ja, danke fürs Zuschauen und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!